Violina Orchestra, das moderne Pendant bzw. die Ergänzung zum Hupfeld Pan, den besten und intensivsten Orchestern, das die Firma Hupfeld damals gebaut hat. Es wurden laut Interviews, die Dave Bowers mal geführt hat mit Günter Hupfeld, egal mit welchem Hupfeld, einem letzten auf jeden Fall hat er gesagt, es wurden ca. 20 gebaut. Einmal in dem Gehäuse und dann gab es auch ein Orchestergehäuse. Erhalten hat sich keine komplett. Weil die Geschichte dieses Instruments beginnt in der ehemaligen DDR, wo dieses Instrument mal stand. In einer Gastwirtschaft, die aber umgebaut wurde. Da hat aber ein früher Sammler in der DDR dieses Instrument gefunden, hat gesagt, das will ich haben, hat das für Billiggeld gekauft. Nur das Klavier passte nicht mehr durch die Tür. Das hat er also gemacht, alles ausgebaut, Seiten ab, die Seitenwände abgeschlagen und dann die Raste und die einzelnen Brocken auf einen Tempo-3-Rad geladen und nach Hause gefahren. Ich weiß nicht, wie oft er gefahren ist, aber egal. Unterwegs ist er leider an einer Müllhalde vorbeigefahren, wo er sich gedacht hat, oh, verdammt nochmal, bevor ich das Klavier wieder alles zusammenleihe und den ganzen Kram, dann ich habe noch eine Animatik zu Hause stehen, dann wird bestimmt passen. Hat natürlich nicht gepasst. Als wir das Instrument erworben haben, also nur die einzelnen Komponenten dieses Instruments, da komme ich später noch dazu, stand es auf einem Animatik-Klavier, was natürlich in keinster Weise irgendwie gepasst hat. Dann kam Schalko Lutkowski mit seinem staatlichen Kunsthandel und er hat auf dem Klavierdeckel, den er sich behalten hatte, hat er Violiner Orchester gesehen. Damals war Claes Friberg zuständig für den Abverkauf, beziehungsweise den Verkauf in den Westen und für den Devisenhandel, das Deviseneinbringen. Und deswegen hat Schalk-Golodkowski das Ding günstig gekauft. Friberg musste es dann kaufen, hat es in einen seiner Container geladen, die dann in den Westen rübergingen. Aber danach wurde es mehr oder minder zerschlagen. Das Gebläse blieb im Osten. Das Gebläse ist hier in einem Extrakasten untergebracht. Das Oberteil wanderte nach Berlin. Die Pfeifenkästen hinten, die hat... wo die Klarinetten und die Flöten drin sind, hat Claes Friberg nach Kalifornien verkauft. Und das Klavier mit dem Innenleben war, ich weiß nicht mehr wo. Das war mit dem Oberteil zusammen in Berlin. Harmonium und Schlagwerk, was sich auch unten teilweise noch befindet, das war auch mit dem Gebläse in Osten geblieben. Das erste, was wir gefunden haben, war das Oberteil mit dem Klavier, wo natürlich das Klavier mit der falschen Pneumatik, also das falsche Klavier mit der richtigen Pneumatik war und dem Deckel. Dann fehlten aber immer noch die Pfeifen. Es gab einige Fotos von dem Instrument und man hat immer gedacht, das sind Seitenschränke, die man abnehmen kann. Dem ist aber nicht so. Wenn man dahinter guckt, sieht man, dass die Pfeifenkästen als zwei L-förmige Kästen hintereinander da dran geschraubt sind an die Rückwand. Und die Dinger hier nur Verblendungen sind. Was komplett gefehlt hat und auch immer noch fehlte, als wir alles dann zusammen hatten, das Gebläse haben wir dann in der Nähe von Markt Neukirchen gefunden und die Schlagwerke und der Harmonium auch. Was immer noch gefehlt hat, war die Registerschaltung, die nicht ganz unkompliziert ist, aber die konnte man dann aufgrund der Kenntnisse, die wir in unserer Werkstatt hatten, anhand von Pan und allen anderen Instrumenten dann zusammenfinden. Und am weitesten entfernt hatten sich ja bekanntlicherweise, weil der Claes Friberg die nach Kalifornien verkauft hat, hatten sich die Pfeifenkästen mit den Klarinetten und den Flöten. Und als ich mit meinem Vater Siegfried einmal in Amerika war, bei einem MBSI-Meeting in Los Angeles, sprach uns ein Herr an, er hätte da so komische Pfeifenkästen mit Klarinetten, die wollte er eigentlich in ein O-Orchestern einbauen, aber die passen irgendwie nicht, ob wir da ein Interesse hätten. Und hat die ein bisschen näher beschrieben und sie hat gesagt, das sind die von der Orchester. Ich habe ihm natürlich nicht geglaubt, was aber nichts daran geändert hat, dass er die gekauft hat und wir dann mit so einem kleinen, weiß was ich, so einem Datsun oder sowas dann dahin gefahren sind, nach Santa Ana, Kalifornien. Das waren ca. 200 Meilen von LA entfernt.
haben die Dinger zusammengetaped, die zwei elfhalbigen Kästen, und zu FedEx gegeben, um sie nach Hause zu schicken. Irgendwann, natürlich lang nach uns, kamen die dann auch an. Und wir hatten das Ding auf dem Lager stehen. Und dann halten wir die Kästen hinten an das Oberteil dran und siehe da, die Schraubenlöcher passten. Blieb also noch die Rekonstruktion der Schaltlade und schon hat ein Instrument das Leben wieder entdeckt. Hat ein Leben.